Die zweite Normalform, die wir einführen, das ist die sogenannte Greibach-Normalform. Die hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der rechtslinearen Grammatik. So, und die sieht wie folgt aus. Eine kontextfreie Grammatik G ist in Greibach-Normalform. Wenn alle Regeln von G die folgende Form haben, A geht über nach ein kleines a, genau, kleines a und dann irgendwie so ein Alpha hier. Und das Alpha, das ist halt irgendwas aus V Stern. Das heißt, Regeln können irgendwie so aussehen. Ich habe immer ein einzelnes terminale Zeichen und dann kann irgendwie eine Folge von Variablen kommen. Das können 2 sein, das können 3 sein, das können 47 sein. Das kann aber auch sein, dass da nur das steht. Spannende Frage. Wie lang kann die Ableitung maximal werden? Also wenn wir eine Grammatik in Greibach-Normalform haben und wir haben ein Wort mit Wortlänge n, wie lang kann die Ableitung höchstens werden? Oder auch wie lang ist die Ableitung mindestens? Kann ich beides fragen. Bei so einer Regelmenge. In jedem Schritt, na hier steht ja, die Regeln haben immer die Form a geht über nach klein a und das Alpha, was hinten dran hängt, das besteht nur aus Variablen. Also in jedem Schritt erzeuge ich ein Zeichen des Wortes. Wenn ich eine Grammatik in Greibach-Normalform habe, kann ich ein Wort w in genau n Schritten ableiten, wenn ich diese Bedingung an die Regelmenge habe.